Eine der Fragen war es ja, wie wir Trapezius trainieren. Trapezius kann man eben mit Kreuzheben trainieren, sondern auch Standard mit Frontheben. Oder wir werden auch nachher noch eine andere Übung zeigen, was den hinteren Trapezius noch besser bearbeitet. Sophia fängt jetzt mit Schulterheben an und schauen wir mal zu, wie sie den Trapezius bearbeitet. Genau. Da sieht man, von vorne würde man besser sehen, am Hals fängt es an, geht bis Ende der, Anfang des Schulters. Das ist der Trapezius. Der geht auch bis Mitte des Rückens runter noch. Und wenn sie sich ein bisschen vorbeugt, wird sie auch den hinteren richtig bearbeiten. Genau. Okay. Auch die Reihenfolge kann man immer wieder verändern. Wir haben heute als erste Übung gemacht und dann schauen wir mal, wie weitere Schulterübung abläuft, weil wir Nacken als erste Übung gemacht haben. So, das ist jetzt zweite Übung für Trapezius. Wenn ihr wollt, dass der Trapezius im Nacken von der Seite und von hinten besser ausschaut, dann würde ich das für von hinten auf jeden Fall mit einbauen. Jetzt kann man sogar bei der Sophia anschauen, welche Partien bearbeitet werden. Ich würde gerne auch bei mir alles zeigen, aber ich bin noch nicht in Form. Deswegen führen wir bei Sophia vor. Wie wir gesagt haben, geht Trapezius bis Mitte des Rückens. Das sind die zwei Köpfe. Und hier seitlich, Nacken wird mitbearbeitet. Also eine sehr gute Erfindung und sehr gute Übung eigentlich. Würde ich immer wieder einbauen. Jawohl, Sophia. Wie ihr wisst, bereite ich ja Sophia vor. Wir arbeiten mittlerweile 6, 7 Wochen zusammen. Sie hat ihren ersten Wettkampf letzten Sonntag hinter sich gebracht, wurde von 18 Mädels Dritte, war die Jüngste, für mich auch die Härteste. Und jetzt haben wir in ein paar Tagen, also genauer gesagt 22. November, in Erlangen ist die internationale Bayerische Meisterschaft. Da gehen wir drauf los. Sophia hat jetzt ein paar Tage mehr gegessen, dass wir wieder Kraft haben, nächsten 3 Wochen durchzuziehen. Deswegen lacht sie auch so. Ist mir auch lieber so. Und jetzt trainieren wir halt ein paar Tage richtig extrem wieder. Und dann kommt wieder gewohnter Hunger und Leiden und schwerer Training. Aber ich hoffe, wir erzielen das Beste. Na, ich freue mich schon drauf. Wie hat es dir überhaupt gefallen? Das haben wir noch nicht gefragt. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Also es waren alle richtig nett und total entspannt eigentlich. Und auf der Bühne hat es mir eigentlich richtig viel Spaß gemacht. Das Publikum, die Juroren, und es hat echt richtig viel Spaß gemacht. Nicht mal aufgeregt? Nee, komischerweise gar nicht. Also ich war eher nervös, weil ich nicht aufgeregt war. Und das stimmt jetzt nicht, aber es hat gut geklappt. Dann liegt's dir, ja? Dann ist das dein Sportart. Weiterhin Gas geben.